Hallo Leute, gleich mal als erstes, wenn ihr Rotlachse zerlegt, bekommt ihr saftiges Fischfilet. Das brauchen wir ja, um gewürztes Fischfilet zu kochen. Aber jetzt sind wir erstmal hier in der Nähe vom Ovangilasee. Und zwar ist das in Richtung der Puma Location bei Strawberry. Und da könnt ihr im Bach mehrere Lachse finden. Und sie ergeben sich manchmal schon von allein und schwimmen an Land und lassen sich dort aufsammeln. Ja, das war jetzt mal einfach, aber Rotlachse bekommt ihr am besten mit dem Flussköder. Das sollte kein Problem sein. Wenn jemand noch was anderes weiß, worauf sie beißen, bitte in die Kommentare reinbeißen. Nein, reinschreiben und dann müsste das klappen. Sie angelt hier heute gar nicht. Das sind jetzt einfach nur Archivaufnahmen, die ich so schnell mal rausgesucht habe, weil heute Rotlachs gefragt ist. Und dort hat sie einen Rotlachs geschossen. Das ist bei den Grizzlies. Und hier hat sie einen Rotlachs aus dem Dakota River rausgefischt sozusagen. Und dort könnt ihr es am ganzen Dakota River hier bei diesem Flusslauf probieren. Und dann habe ich noch eine andere Location, Dakota River. Und zwar ist das nördlich von Valentine. Dort, wo eigentlich auch der Amurhecht zu Hause ist, gibt es auch Rotlachs. Des Weiteren sind hier bei der Hanging Dog Ranch im Bach Rotlachse vorhanden. Das ist der Little Creek River, der dann im Dakota River mündet. Und dort gibt es auch Rotlachse am Lake Isabella. Dort, wo der weiße Araber in der Story zu finden war, dort könnt ihr auch Rotlachse finden. Und jetzt die letzte Location ist der Camassa River. Dort an der Brücke ist zuverlässig Rotlachs vorhanden. Ich sag mal, ciao.